Und hier sind wir wieder mit einer neuen Folge Barockers Gaming und dem Versuch, einen Langhals oder auch Wildmail Pronto. Also mein Bogen ist gespannt, ne? Wenn ich jetzt linke Maustaste loslasse, der Pfeil landet in deinen Kopf und da liegst du bewusstlos hier. Pass auf, ich mache einen ersten Pfeil auf den Kopf. Bitte. Nö, einfach aufs Tier. Okay. Du Schwein! Wow! Voll ins Wasser, ne? Ja, das war das letzte Mal auch schon das Problem. Ich komme hier nicht weg. Mami! Oh, ich bin raus aus dem Wasser. Ey, den sein Riesenlümmel. Puller, was willst der Geier? Ey, wie da rumfuchtelt, guck dir das doch mal an. Unsere Trizis stehen, glaube ich, nicht weit genug weg. Du musst mal wieder hierher rennen, ne? Ja. Jawohl, der hat noch einen Pfeil im Rücken. Oh! Auf die übelste Entfernung hat er mir gerade noch einen Hieb verpasst. Tja, guck bloß kurz nach links und Schmatz mit dem Schwänzchen. Mir verpasst er hier auch eine nach der anderen. Das gibt's doch gar nicht. Wieso trifft denn der auch jedes Mal? Da musst du bald mal umfallen. Nein, ich treffe den Kopf nicht. Ja, voll ins Auge. Ich habe den voll ins Auge getroffen. Ich muss weg. Oh. Will nicht bei den Piranha. Ja, da kommt gleich ein Piranha, na klar. War ja auch klar. Er hatte sich totgestellt, der Piranha. Oh. Ja, drei Piranhas, das war's. Das war's für mich. Das war's für mich. Und wenn ich mich jetzt wiederbelebe, kommst du mit zu mir. Ach so. Respawn at bed. Nee, passt. Gut, dann komme ich gleich wieder zu dir. In der Hoffnung, ich komme auch wieder an meine Ausrüstung ran. Der verfolgt mich. Oh oh. Aber da war doch kurzzeitig schon betäubt, benommen. Nee. Oh, du musst den auf den Kopf schießen. Ich habe das jetzt gerade voll raus hier. Der verfolgt mich und ich versuche immer, seinen Kopf zu treffen. Du hast auf den Kopf geschossen. Okay. Er dreht wieder um. Hast du eine Macke? Hier, spielt die Musik. Ja, ich kann dir jetzt aber nicht mehr helfen. Du musst herkommen. Ich kann dir jetzt trotzdem nicht mehr helfen. Ich habe kein Bogen. Wow, er dreht wieder um. Er dreht wieder um. Oh, schnell weg, Mami. Ach, wolltest du, dass er sich wieder umdreht? Oh, voll ins Auge. Mami! Wow! Wow! Da fällt er nicht bald mal um. Kann der leider nicht helfen. Jetzt! Ich hab'n! Na bitte! Ich gratuliere dir! Dame bei Babo! Wow! Geile Brauchst Sache. Du Bären oder irgendwas? In meiner Trizi drinne habe ich genug. Mann. Ey, das war ein Fight. Das war Kampf der Titan. Das war David gegen Goliath. Das war Holy Moly gegen Langhals. Verdammt, Axt, Junge. Ich bin... Verdammt, Axt. Wo hat denn der mein... Wo ist meine Trizi? Ich brauche verdammt nochmal Bären. Da vorne steht sie. Bloß gut, dass er die ignoriert hat, ja. Meine Trizi ist gerade mal Level 3. Oh, komm her, meine Trizi, komm. Meine Gute, ich bin so aufgeregt. Mein erster Langhals. Das ist Premiere hier für mich. Guck dir das Riesenvieh an, wie das hier da liegt. Wie das in der Sonne brutzelt. Ich komme nicht an meine Ausrüstung. Ja, die brauchst du doch nicht. Was hast du denn da? Die Klamotten stelle ich dir wieder her. Den Bogen, da liegt noch einer im Dings. Und selbst da kann ich dann einen herstellen. Ist doch alles easy. Hauptsache, wir haben den Langhals. Oh Mann. Was ist denn der jetzt? Ich muss jetzt mit Trizi erstmal Zeug formen. Warte, ich habe auch noch Major Berries, habe ich noch. Und Azul Berries habe ich jetzt mal reingetan. Jawohl, er isst die auch. Narco Berries habe ich reingetan. Fleisch wird er ja nicht essen, das ist ja ein Pflanzenfresser. Genau. Aber weiß man es? Vielleicht bei Ark alles andersrum? Ach wo, bis jetzt hat alles hingehauen soweit. Außer, dass unsere Dinos lange leben. Da sitze ich in meiner Schlüpper mit meinem riesengroßen V-Kreuz. Tja, ich farme hier Bären.
Für meinen Langhalsi. Oh, na da fühle ich mich doch wie Gott. Ey, wenn wir da erstmal den Sattel dafür haben. Und der wird noch ein Weilchen dauern, denke ich mal. Und du dann runterfällst. Aber, ja, stimmt. Ey, das Absteigen habe ich irgendwie mal gelesen. Das soll gar nicht. Das Absteigen soll gar nicht so einfach sein von diesen Viechern. Keine Ahnung. Pass auf. Wir können doch alles droppen. Ja, hier. Alles, was hier liegt, ist deine. Ja. Das da. Das da. Und das andere auch. Ich brauche doch nicht alles. Ja, warum nicht? Nimm das jetzt. Und schmeiß das da rein bei denen. Ja, ich schmeiß auch alles rein, klar. Andere Frage. Was hat denn der für ein Inventar? Wie ein Inventar? Wie groß denn sein Inventar ist? Ach, den seinen Trag, ja. Gewicht? Sein Gewicht, nicht sein Inventar. Sein Inventar ist genauso groß. Sein Gewicht ist bei 918. Also kann der 918 tragen quasi? 918 Kilo, wenn das Kilo sind. Aber ein Nitrizi kann gerade mal, meine zum Beispiel 400. Also der kann hier... Meine auch 430. Na? Und der ist gerade mal Level 4, ja? Ja. So, was ist denn da jetzt? Ist da lieber die Azulberries oder ist da lieber die Mages? Schmeißt da einfach von jedem euch was rein. Naja, war doch, auch wenn ich eh mal gestorben bin. Ja, war trotzdem. Durch die blöden Piranhas. Ja, das Problem hatten wir ja beim ersten Mal auch, dass er mich da einfach reingekickt hat. Ja. Aber guckt euch das doch mal an, wie schön der atmet. Die Schenkel gehen hoch und runter, wie in so einem Blasebalg. Der Wahnsinn. Und wie hebt er seinen Kopf, wenn da was ist? Das will ich jetzt auch sehen. Der hat Muggis im Hals und das nicht zu wenig. Der liegt mit so einem Schnabel zur Hälfte im Sand vergraben hier. Ja. Durch den Öffbrei. Wahnsinn. Oh, war ich so aufgeregt, Mann. Zwing den mal kurz ein paar Narco-Berries essen. Oh, warte. Oh, oh. Ja, jetzt hat den Gott gehört gehabt. Ja, da ist lieber die Majus. Naja, dann nimm das doch hier. Ey, da hat zu viele da drinnen. Da denkst du, ich habe hier keine. Was soll ich denn noch alles nehmen? Ach so. Ich habe selber eine Trizi, mit der form ich das doch binnen Sekunden. Und was denkst du, wie lange er dauert zu zählen? Warte, ich guck gleich noch einmal, aber es könnte vielleicht... Also jetzt haben wir nicht mal ein Viertel, nicht ganz. Das waren jetzt wie viele Minuten? 3, 4? Also eine halbe Stunde Minimum. Okay. Minimum. Also, kurz bevor der Langhals gezähmt ist, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Und hier sind wir wieder und sehen mal, wie der Dino aufsteht. Wir hoffen einfach mal, dass es gleich passiert. Ist kurz davor, also der Balken, da fehlt nicht mehr viel. Dann habe ich meinen ersten, ja, Schwanzes Longus, würde ich sagen. Den nenne ich auch gleich mal so. Das wird mein Schwanzes Longus, ja. Oh Mann. Oder Halses Longus, ich weiß es nicht. Nee, Schwanzes Longus ist einfach viel geiler. Das wird er. Ich gehe schon mal auf ihn drauf, obwohl, wenn er jetzt gleich aufsteht, ja, dann bin ich Geschichte, oder? Ah, das sieht klasse aus, wie du da drauf stehst. Ich gehe lieber wieder runter, nee. Ich gehe lieber wieder runter. Nicht, dass mich gleich zertrampelt. Ey, was denkst denn du, wenn du dich abends mal schlafen lässt und der so über dich drüber läuft, was da passiert? Das kannst du egal, nicht einfach machen. Mir egal. Ey, mit denen kann ich doch die Vögel da oben schnappen. Der hat so einen langen Hals, da kann ich die Vögel da oben abfangen. Also diese fliegenden Saurier. Ey, wir haben doch jetzt auch die Narco-Pfeile. Da könnten wir doch mal probieren, so einen Vogel zu zähmen. Das könnten wir mal, aber haben wir schon Sattel für so einen Vogel? Ein paar Sattel kann ich schon herstellen. Und zwar... warte, was habe ich gesagt? Brontosaurus. Oh, es ist soweit. Da ich ist hab er. Ihn. Oh, ich komm... Der Name. Name your Bronto. Schwanzus... Longus. Also der Größenvergleich hier. Oh, wie kann ich den jetzt befehligen? Ey, hau da mal ab, der zertrampelt dich. Wenn ich den jetzt irgendeinen Befehl gebe. Ey, da musst du aufpassen, dass er eh nicht zertritt. Wo ist denn sein Inventar? Hallo? Oh, da, ich sehe es. Ich gehe kaputt. Ich kann nicht drauf zugreifen. Der ist zu weit weg. Echt? Was ist ja? denn das? Ich muss an seinen Fuß rangehen, ja, damit ich hier aus dem Inventar zugreifen kann. Na klar, da unten haben sie bestimmt eine Tür eingebaut oder sowas. Equip Saddle to Ride. So, was brauchen wir hier für ein Seil? Schwanzes Longus, Level 5.
Was, wieso ist das schon Instant Level 5? Da war das Level 4. Oh Mann. Der ist Level gestiegen durch das Zähmen? Kann das sein? Der war erst Level 4. Habe ich bis jetzt eigentlich noch nicht beobachten können, dass das funktioniert hat. Okay, Set Aggression to Passive. Da soll ja niemand was tun. Und Wetten erfolgt mir nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mir folgt. Oh, er läuft gleich los. Na dann. Ab geht die Post, würde ich sagen. Eieiei, ist das Vieh riesig. Eieiei. Oh, gucke, wie vorsichtig ich da ist. Ich reite mit meiner Trizi voran. Und bleibe erstmal hängen. Oh Mann. Ja, weil du K gedrückt hast, stimmt? Ja, ich habe K gedrückt. Wieso bleibe ich dann hängen? Ja, weil du da keine Richtungswechsel machen kannst. Ach so, da war ein Baum im Weg. Ja, ich wollte K drücken, weil ich muss ja meinen den Rundumblick haben. Der kommt schon. Aber wieder kommt, ey, oh. Ach, ich hab auch noch K. Ey, das ist ja cool, wenn du K drückst und mal unter dich zoomst, siehst du das Wasser. Aha. Ist schon mal beobachtet? Ja, was ist das für ein Mist? Ja, du kannst unter Wasser gucken. Weil du ja mit der Kamera theoretisch dann ja da drunter bist. Ja, aber du hast unter der Insel hier kein Wasser. Doch. Theoretisch schon, ist ja nur eine Insel. Ja, aber die Insel schwimmt doch nicht offen Wasser. Ja, zumindest nicht so. Nicht so. Es sei denn, hier direkt unter uns ist eine Höhle. Ja. Dann okay. Hoffentlich bleibt der Dino jetzt nicht irgendwo hängen. Aber eigentlich nicht, ja. Also der ist ein Stückchen langsamer, würde ich sagen, oder? Also wenn ich dazwischen laufe, ja, dann bleibt der hängen schon mal. Tja, Baxter, ich würde sagen, du baust mir jetzt ein Riesengehege. Das kannst du aber vergessen. Ich habe da extra 700 Holz gefarmt, während der Dino hier am Taming war. Wenn du es 10-fache hast, dann reden wir nochmal. Ach Quatsch, das 10-fache. Oder ich baue dir eins, wo nur die Füße reinpassen. Das ist Quatsch. Ach, mein Riesensaurier. Ich bin stolz auf ihn. Ich habe auch hart gekämpft um ihn, ja. Also man. Hey, jetzt ist hier vorne noch einer. Was? Wo? Direkt an unserer Basis. Wieso sehe ich den noch nicht? Ah, da! Oh, wie ist denn der hierher gespawnt? Naja, Baxter. Aber wenn wir den machen, also wenn wir den machen sollten, locken wir den bitte von der Basis weg. Ja. Wenn der einmal mit seinen Schwanz des Longus schwingt, ja, da ist die Basis breit. Alter Falter. Hier ist Action. Sahne. Schwanz des Longus Action. Ey, was mach ich jetzt mit denen? Baxter, vergrößere mal das Tor. Wo soll ich denn jetzt hin damit? Ja, keine Ahnung, lass ihn einfach stehen. Mache das Tor auf, der kommt jetzt rein. Wie denn das? Ich habe gedacht, so Tor baut man. Geht da oben das mit auf? Oh, warte, ich lasse den mal stehen. Okay. Nicht, dass er mir noch folgt und alles kaputt tritt. Wenn ich jetzt in die Hütte reingehe, um eine Truhe auszuleeren und er folgt mir da rein, keine Ahnung. Was da passiert, ich will es gar nicht wissen. Ich weiß gar nicht, ob man neue Tore bauen kann, solche großen Dinosaurier-Gateway. Stone Dinosaurier Gateway. Also wow. Steindinosaurier, okay. Das ist ein Pflanzenfresser. Du brauchst ein Flower Power Stone Gateway. Flower Power. Schönen Gruß an Herrn Flower Power. Stell dir erstmal ein paar neue Cottings her, dass du Stufe 30 wirst, dass ich Klamotten kriege. Du brauchst Fauna und Flora Gateway. Bitte. Ja. Narcotics herstellen. Geht gleich los. Narcotics. Boah, ist das ein Vieh. Wenn ich den, soll ich den mal auf Wandern stellen? Nee, lass mal. Da wandert hier alles kaputt. Da bleibt so stehen, wie er steht. Der ist brav, der ist lieb.
So, Trizi, wir müssen erstmal das Holz ausleeren, was wir hier gesammelt haben. Und die Dodos, die lieben sich, die vermehren sich. Naja, bis jetzt nicht. Das Einzige, was sie tun, die legen Eier in Form aber von... Aber der hier ist Level 1. Ah. Und trotzdem hat er... Und ich hab ein Mail. Was hast du? Ich hab ein... Schwanzus Longus. Das ist auch ein Mail. Ah. Also Männchen. Naja, in Deutschland ist es erlaubt, Schwulenbarer zu haben. Na, das denke ich auch. Ey, kommt er jetzt immer näher? Zertrampelt er uns die Hütte? Aber deiner schwebt in der Luft? Sieht nur bei dir so aus. Also bei mir steht er. Ach. Naja, gut. Ja, ganz leicht. Na? Jetzt, wo du es sagst. Na, na. Düsenfüße? Ja, das ist Iron Longus. Iron Man. Okay. Zertrampelt er uns hier irgendwas? Nee, das ist einfach nur die geballte Macht. Das ist die Dinosaur Power. Ja, er fährt mit dem Schwanz einfach nur durch die Dings durch die Hütte. Ja. Ach so, er macht sie nicht kaputt. Sag ich doch, friedlebende Saurier machen das nicht kaputt. Habe ich mir schon fast gedacht. Nicht so wie der T-Rex, wenn er immer in Kampfrausch ist, da hält dir nichts mehr auf, ne? Tja, wenn ich jetzt wüsste, ob wir den brauchen, dann würde ich ihn vielleicht zähmen. Wenn ich es schaffe. Ich würde sagen, das versuchen wir in der nächsten Folge, aber nicht in dieser mehr. Weil das wird ja sonst... Boah. Können wir auch machen. Wird langwieriges Unterfangen. Das stimmt. Mensch, wo war denn hier Holz? Na, wir werden unsere Truhe noch ein bisschen aufräumen. Wir werden das Inventar aufräumen. Und mal sehen, wo wir mit diesem Monstrum hingehen. Schwanzus Longus, bitte, ja. Schwanzus Longus hingehen. Also schaltet uns wieder ein. Bei den Bargers.